Wir sind in den NFL Epics unterwegs. Es geht immer noch um den großen Ronnie Lott von den San Francisco 49ers und wir gehen in seiner Karriere zurück zum 9. Januar 1992. Eine 3-Sterne-Herausforderung. In dem vierten Quarter, das jetzt gleich vor uns liegt, sollen wir 4 User-Tackle setzen. Wir bekommen einen Bonus, wenn wir 2 Hit-Stick-Tackles im Spiel setzen. Unsere Teammates setzen. So, wir sind in den Farben der 49ers unterwegs. Oh, es geht gegen das Football-Team aus Washington. Das Football-Team aus Washington, das ist fürchterlich. Hat den Ball, liegt mit 13:17 gegen die 49ers hinten. Washington hat einen 2. und 7 an der eigenen 20-Yard-Linie. 5 Minuten 25 im vierten Quarter zu spielen. So, Washington hat keine Timeouts mehr. Das heißt, das wird auch spannend bei eventuellen vierten Versuchen. Und der war schon mal incomplete. Dwayne Haskins, ja, hier ist er noch Quarterback. 3. und 7 an der 20-Yard-Linie. Ein Mörder-Hit. Und wir haben einen freien Ball, wir haben einen Fumble. Wir haben einen User-Tackle gesehen, wir haben einen Hit-Stick-Tackle gesehen. Und wir sind im Ballbesitz. Läuft. So an der 34-Yard-Linie. Es geht ja hier nur um die Defense-Aufgabe. Deswegen schauen wir mal, dass wir das hier irgendwo schnell erledigt bekommen. Wir gehen auf Lamp. Nehmen wir einen Screen auf Sanders. Boah, da hat er keine Chance. Leute, jetzt wird mir das ja, aber das dauert mir zu lang hier. Ich habe die Sorge, dass uns nachher die Zeit fehlt, wenn es darum geht, unsere Tackle zu setzen. Johnson und Cooper von links bzw. auf rechts auf einer Slant Route. Heißt, wir versuchen hier jetzt den Touchdown und der gelingt. Johnson mit dem Catch in der Endzone. So. Damit haben wir jetzt schon eine 10-Punkte-Führung, haben jetzt noch den PET. Der ist gut. Und es steht 24:13 für die 49ers gegen Washington. So, wir werden einen Onside-Kick probieren. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht einen schönen harten Hit setzen können. Wow, den haben wir gesetzt. Schauen wir mal, der zweite User-Tackle, der zweite Hit-Stick-Tackle. Also jetzt geht es nur noch um 2 User-Tackle, die wir setzen müssen. Dann haben wir die Challenge geschafft. Bonus-Goal haben wir. Wir gehen mal tief. Achten auf Cooper, achten auf Lamp, achten auf Johnson. Tiefer Ball auf Lamp. Was für ein Catch. Der PET ebenfalls gut. 31:13 führen die 49ers gegen Washington. Wir haben noch 4 Minuten auf der Uhr. Da sehen wir Ron Rivera, den Head Coach des Teams aus der Hauptstadt. Und wir sehen den Kickoff der Niners. Diesmal ganz normal an der 8-Yard-Linie. Und wieder ein Mörder-Hit. Mein Gott. Der dritte User-Tag im Fernseher war es und der Ball ist schon wieder frei. Mein Gott. Also, dass wir die User-Tackle hier so leicht bekommen würden. Die Niners machen es uns echt einfach, weil sie einfach den Ball nicht festhalten. Bup, nehmen wir mal einfach mal einen Field Goal mit 34:13. Wir brauchen noch einen User-Tackle, dann ist der Drops hier echt schon gelutscht. Das gibt's gar nicht. Das habe ich mir hier deutlich anspruchsvoller und deutlich schwerer vorgestellt. Kick an die 7-Yard-Linie, der Return von Washington. Jalen Smith mit dem Tackle. So, wir brauchen also noch einen User-Tackle. Gehen wir per Audible in einen
Blitz. Unsere Defensive Backs werden blitzen. Oh, Haskins vorbei. Das ist ein zweiter Versuch und 16. Der Ball an der 17-Yard-Linie. Und da holt er sich den Sack. Das ist der nächste User-Tackle. Haben wir damit die Challenge geschafft? Schauen wir mal. 1, 2, 3. Bonusstern Nummer 4. Maximum Stars geholt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.